Die Berufskritiker können rohe Diamanten und Goldbarren nicht unterscheiden und würdigen. Sie sind Kaufleute und kennen nur die gangbare Münze in der Literatur. Ihre Kritik hat Waage und Maßstab, aber weder Schmelztiegel noch Probierstein. Joubert, französischer Moralist, 19. Jahrhundert. Nach kleinem Handgemenge darf ich jetzt Hans-Dieter Schütt nicht vorstellen, sondern nur den uns gut bekannten Jens Fiedjet Wars, der in Weißenfels geboren wurde, sein Abitur auch dort gemacht hat und dann zum Philosophiestudium nach Wroclaw, Berlin und Jena aufbrach. 1986 Promotion, 85 bis 92 Assistent an der Sektion Literatur und Kunstwissenschaft der FSU, 92 Umschulung zum Referenten für Öffentlichkeitsarbeit, 2000 freier Schriftsteller, Film- und Ausstellungsmacher, zahlreiche Sonderausstellungen an verschiedenen Orten, erinnert sei hier immer wieder ans Nietzsche-Haus, auch in Naumburg, für mich speziell, seit 2005 Chefredakteur der Thüringer Literaturzeitschrift Palmbaum, wir warten auf die Herbstnummer, die bald erscheinen wird, und Herausgeber der Edition Ornament. Er ist Adolf Grimme Sonderpreisträger 2001 und 2004. Er lebt nicht weit von der Grünen Tanne entfernt und nicht weit davon entfernt, wo Hölderlin wahrscheinlich gewohnt hat, in Jena. Und jetzt übergebe ich das Wort gleich an dich weiter und du wirst uns den Hans-Dieter Schütt vorstellen. Wunderbar, ich danke sehr. Muss ich ein Stückchen weiter vor? So, geht so? Schön. Unser Thema klingt in der Planung ein bisschen kompliziert. Ökonomischer Erfolg versus Kritikererfolg. Darüber werden wir sprechen. Ich sage mal so, wir wollen über Literaturkritik sprechen. Gibt es auch gute und schlechte Literaturkritik? Eigentlich gibt es ja nur gute Literatur, würde Nancy Hünger sagen. Und die Frage nach guter und schlechter Literatur, es gibt nur Literatur oder Nicht-Literatur. Aber darüber wollen wir jetzt sprechen. Ich freue mich sehr, dass zu meiner Rechten Hans-Dieter Schütt sitzt, geboren 1948 in Thüringen, nämlich in Ortrof. Berufsausbildung mit Abitur, Lehre als Buchhändler, Studium der Dramaturgie und Theaterwissenschaften, deswegen ist er auch bekannt, schreibt sehr viel Theaterkritiken. Ab 1973 war er Mitarbeiter der Tageszeitung Junge Welt, 1984 bis 1989 deren Chefredakteur. 1992 bis 2012 Redakteur der Tageszeitung Neues Deutschland. Es gab Leute, die haben diese Zeitung nur wegen seines Feuilletons gekauft. Er war am Ende auch Leiter des Feuilletons. Das wurde dann ausgezeichnet für Qualitätsfeuilleton. Was das ist, darüber werden wir sprechen. Er hat zahlreiche, vielleicht sein wichtigstes, über 30 Bücher geschrieben, herausgegeben. Sein, nehme ich an, für ihn selbst vielleicht doch wichtigstes, Glücklich beschädigt, ein wunderbarer Titel von 2009, eine Abrechnung mit der eigenen Verführbarkeit, mit der eigenen Lebenszeit und der Zeit, die da ringsherum damit verschränkt ist, leider nicht mehr lieferbar. Legendär dafür und sehr viel lieferbar noch immer sind Porträts und Interviewbücher über und mit Reinhold Messner, Regine Hildebrandt, Sacha Wagenknecht, Frank Kastorf, Inge Keller, Hrdlička, Friedrich Schorlemmer und Gregor Gysi. Eine Sammlung seiner Essays durfte ich selbst herausgeben in meiner Edition Ornament. Die hat den wunderbar schrägen Titel Draußen daheim. Nicht drin, sondern draußen, irgendwo an den Rändern. Jo, die Frage: Was haben Sie gelesen, als Sie hierher gefahren sind auf der Bahnfahrt? Ich lese immer und immer noch und immer weiter Peter Handke. Ich bin also immer noch bei dem Nobelpreis des vergangenen Jahres. Ich will eins vorausschicken, das muss ich einfach dazu sagen, dass ich glaube, dass sozusagen die biografische Grundierung, mit der ich als Journalist einfach zu tun hatte bis 1989, und das, was ich heute tue, insofern einen Zusammenhang bildet, und zwar einen sehr gebrochenen, weil ich natürlich bis 1980, 1989 jemand war, der sozusagen aus journalistischen Traditionen der Bevormundung und auch der Selbstzügelung, um es mal milde auszudrücken, kam. Nach 1989 dann die Entscheidung, in diesem Beruf zu bleiben,
was bei dem, was ich gemacht habe, nicht selbstverständlich ist, bedeutete für mich etwas, was heute schon mehrfach in verschiedenen Worten immer zum Ausdruck kam, aber das entscheidende Wort ist Demut. Das heißt, ich bin nach 1989 Theaterkritiker vor allen Dingen geworden und geblieben und das mit einem Gefühl eigentlich der Dankbarkeit für die Öffnung neuer Denkwelten, denen ich mich jetzt ausgesetzt habe und die ich auch genossen habe. Und ich weiß eben gar nicht, hier fiel vorhin von Frau Gassing auch das Wort Wirkungstreue, ich weiß gar nicht, ob Dankbarkeit und Demut Worte sind, bei denen alle, die diesen Beruf des Kritikers ausüben, zustimmen würden. Also Walter Benjamin hat mal gesagt, es darf nur kritisieren, wer vernichten kann. Das haben Kerr und Polka praktiziert, das praktizieren auch heute Literaturkritiker, das praktizieren berühmte Theaterkritiker, in der FAZ Gerhard Stadelmeier, um nur einen Namen zu nennen. Und mit der Demut, vor ein paar Jahren gab es bei der Berlinale den Jurypräsidenten Wong Kar-wai und der sagte zu seiner Jury und erntete damit einen ziemlichen Shitstorm bei allen Öffentlichkeitsarbeitern dieser Berlinale. Er sagte als Jurypräsident, lasst uns demütig sein, wir müssen uns wie ein Publikum verhalten und die Filme erfühlen. Das finde ich toll und das finde ich auch sozusagen das, was mich in diesem Beruf reizt und weswegen ich diesen Beruf ausübe, aber ich weiß eben nicht, ob man ihn im klassischen Sinne dann noch als Literaturkritiker ausübt. Und Handke ist für mich so ein Beispiel, um auf Ihre Frage nochmal einzugehen, den lese ich seit 1989 immer wieder wie eine Entdeckung, weil ich mich, wie gesagt, sozusagen an Literatur zuwende, in der versucht wird, dass die Welt sich selber erzählt, in der also nichts Dramatisches, nichts Überschäumendes, kein Plot, also alles das, worüber wir vielleicht noch reden werden, nicht vorhanden ist. Und Handke macht mich sehr ruhig und zugleich beunruhigt er mich, ob ich die Welt auch so wahrnehme. Das ist eine große Anforderung, die er stellt. Und das ist ja schon auch wieder eine Frage, wie man Welt wahrnimmt. Da will ich ganz boshaft antworten, dann wäre Demut aber auch Schweigen, gar nicht mehr schreiben. Es ist ja dann eine Frage, woraus motiviert man dann dennoch einzugreifen und Positionen zu beziehen? Naja, eingreifen, Positionen beziehen, das sind die logischen Worte, die mit allen Leuten zu tun haben, die einen Ausdruck suchen in Öffentlichkeit, das ist logisch. Aber es ist in der Tat so, warum schreibe ich Kritiken? Ich will auf jeden Fall verhindern, sozusagen Gott zu sein in einer Welt, die ich nicht geschaffen habe. Also vorhin wurde hier auch darüber gesprochen, dass ein Schriftsteller sich entscheidet für eine von Millionen Möglichkeiten, eine Geschichte zu schreiben, eine Dramaturgie zu entwickeln. Manchmal habe ich bei Kritikern das Gefühl, sie nehmen nicht diese eine Möglichkeit, sondern sie untersuchen jetzt, warum er die 999.000 anderen Möglichkeiten nicht berücksichtigt hat. Das heißt, es liegt dann immer so ein, wenn man steht über den Dingen und man wertet und man urteilt, das ist auch richtig. Natürlich hat man eine Vermittlerfunktion, der Kritiker. Aber ich fühle mich in so einer Vermittlerfunktion nur in dem Sinne, dass ich mich frage bei einem Kunststück, im Theater oder bei einem Roman, woher weiß der Dichter das von mir? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Und über diese Frage denke ich nach. Und denke eigentlich wenig darüber nach, solche Begriffe wie der Zuschauer ahnt nicht oder der Leser weiß nicht, würde mir nie über die Lippen kommen, weil er, was heißt, er ist der Leser? Es gibt in einem Feuchtwanger-Roman den Bettelmönch, der die Erfahrung macht, Rom sei der Mittelpunkt der Welt und er macht aber die Entdeckung, es gibt so viele Mittelpunkte auf der Welt, wie es Menschen gibt. Daher kommt dann der Satz, der legendäre, bekannte Satz, Rom ist nicht der Mittelpunkt der Welt. Es gibt so viele Mittelpunkte, wie es Menschen gibt. Wenn ich das einmal intus habe, finde ich eigentlich, langweile ich mich nicht mehr, weil ich mich immer einem Mittelpunkt gegenüber befinde.
mit dem ich rede. Ob ich den nun mag oder ob ich den nicht mag, ob ich den ablehne oder nicht. Aber diese Haltung, die auch ein bisschen staunen darüber ist, was Existenz alles ist, das hält mich immer zurück, vernichtende Urteile zu treffen. Und sagen, das ist gelungen oder der ist gescheitert. Weiß nicht, was Scheitern ist in der Kunst. Was scheitert nicht? Also ich würde mit solchen Begriffen einfach vorsichtig sein und das führt aber bei mir immer zu der Überlegung, bin ich eigentlich ein richtiger Kritiker oder nicht? Okay, vielleicht als Kompromiss, wie wäre es mit dienende Funktion? Und zwar dienen nicht dem Autor, dem dient man zwar auch, wenn man sein Werk als nicht ganz misslungen oder selbst der Verriss ist ja wunderbar verkaufsfördernd, auch wenn er gut geschrieben ist, aber dienend im Sinne von dem Kunstwerk dienen und sich in dessen Dienst zu stellen, versuchen sozusagen mit eigener Sprache das zum Ausdruck zu bringen, was einen daran berührt und wovon man glaubt, dass darüber gesprochen werden müsste und was wahrgenommen werden müsste. Das ist ja auch schon, ich meine, das ist jetzt ein Unterschied, ob man jemanden fragt wie mich, der, Sie haben es ja angedeutet, beim Neuen Deutschland gearbeitet hat, also randständig gearbeitet hat, oder ob Sie mit jemandem reden, der zu den tonangebenden Medien gehört, Süddeutsche Zeitung oder Spiegel oder FAZ, also wo die Bestsellerlisten gemacht werden und wo das, was hier als Wirkungstreue bezeichnet wurde, was ja nichts weiter ist als Quote, wo Kriterien in die Literaturbewertung hineinkommen, es wurde vorhin auch hier schon gesagt, wo Leute zwar Bücher kaufen, aber wer weiß, ob sie sie lesen. Daran bin ich nicht beteiligt. Nun kann man immer sagen, jeder entwickelt ja die Philosophie, die zu seinem Leben passt. Philosophien entstehen immer im Nachhinein. Ich lebe so und so, dann bastle ich mir die Philosophie zurecht. Mein Leben soll ja gerechtfertigt sein. Nun könnte ich sagen, aha, indem also ich sage, Wirkung ist nicht so wichtig, das sagt er, weil er nicht bei der FAZ ist. Dort hätte er Wirkung, dort hätte er also auch Macht, Deutungsmacht. Nee, das mag alles sein, aber ich finde diese Chance, sich nicht über den Dichter zu erheben, Verständnis zu haben, ich muss es wirklich sagen, das liegt doch daran, bestimmte Kritiker lehnen ja zum Beispiel auch ab, sich überhaupt ins Gespräch mit Künstlern zu begeben, weil sie sagen, ich bewerte nur das Kunstwerk, gerade im Theater ist das so, so wie ich mit einem Künstler rede, ja, ein Interviewband mit ihm mache, entwickle ich ja automatisch ein Verständnis für das, was er tut. Er wird mir ja Einblick geben in seine Intentionen, Einblick in sein Leben, Einblick in seine Motivation. Das stimmt ja milde. Ich verstehe ihn. Wie verträgt sich das dann mit der Notwendigkeit, ihn zu kritisieren? Bitte schön, dem Kunstwerk auch dadurch zu dienen, dass ich sage, das war aber nicht so gelungen, dass... Ja, ich kann einfach nur für mich sagen, das sind Dinge, die mich eigentlich nicht so sehr interessieren. Vorhin wurde der französische Schriftsteller Queneau genannt von Frau Lange-Müller. Wir haben jetzt gehört, die Nobelpreisträgerin für Literatur ist Louise Glück. Aha, nicken alle. Eine US-amerikanische Lyrikerin. Ich finde, wenn man jetzt eine Liste machen würde oder in den Raum fragen würde, wer war denn der Nobelpreisträger von 2005, 2007, 2009, alles vergessen vielleicht. Aber jetzt im Moment zu erfahren, dass jemand, den ich nicht kenne, den Nobelpreis für Literatur hat, das finde ich insofern großartig, weil jetzt werde ich mich, ich weiß nicht wie lange, erstmal dafür interessieren. Und werde also nicht zu denen gehören, die jetzt erstmal sagen, das ist ja völlig falsch. Das ist ja völlig, weil nur Okami kriegen müssen und der und die und das. Das sind ja immer so diese Kategorien, die vorher und nachher aufgemacht werden. Jetzt interessiert mich diese Frau und ich werde mal gucken, was es mit ihrer Lyrik zu tun hat. Und auch dieser Kino, den Frau Lange-Müller erwähnte, diesen französischen Schriftsteller, Fluch des Icarus. Das ist ja so, viele Dichter sind mit Worten beschäftigt und irgendwann gibt es den Leser, der wieder zurückkommt zu ihm oder zur Dichterin. Und das finde ich das Spannende, ob das jetzt Quote bringt oder ob das auf Bestsellerlisten ist, kann ich eigentlich relativ wenig damit anfangen. Aber natürlich sind die medialen Gegebenheiten so, dass wir tagtäglich mit solchen Drängen, mit solchen Listen, mit solchen Rankings, mit solchen Tops oder Flops konfrontiert sind. Und es färbt immer ein bisschen ab. Ja, die berühmte Gruppe 47 war ja auch ein solcher
probates Mittel, um Bücher und Autoren genau auf solche Listen zu bringen. Wobei, müssen wir sagen, als das Ganze begann, waren das ja Autoren, die tatsächlich am Rande standen und nicht im Zentrum waren. Aber es war natürlich ein probates Mittel. Die Preisgelder wurden von den teilnehmenden Verlegern gestiftet. Und wer da den Preis der jeweiligen Sitzung hatte, der war für die nächste Saison erstmal gesetzt. Greifen wir nochmal zu den Bestsellern. Wenn Sie jetzt sagen, den Nobelpreis ist für Sie ein Anlass, jetzt mal richtig hinzuschauen erstmal, was ist das für eine Autorin? Wie ist es dann mit den Bestsellern? Ist das auch eine Aufforderung, sich das genauer anzuschauen? Wie gehen Sie damit um, wenn Bücher auf den Bestsellerlisten stehen? Ist es für Sie ein Grund, dazu zu greifen? Oder haben Sie andere Kriterien für den Zugang? Also Bestsellerlisten sind für mich überhaupt kein Kriterium, muss ich sagen. Also es ist ja, wir leben ja in einer Zeit, wo man fast sagen müsste, also man sollte alles meiden, was Diskurs werden könnte. Also weil wir sind ja umstellt von Experten, wir sind umstellt von Diskursen und wir sind auch umstellt von Techniken, die sofort alles sozusagen zur Debatte erheben und am Ende fragt sich gar niemand mehr, ist es überhaupt wert zu debattieren. Also alles, ich sage mal, alles, was Diskurs wird, ist, sollte man vorsichtig sein. Weil es ja nicht wirklich so gemeint ist. Also das ist meine tiefe Überzeugung. Und sicher gibt es ab und zu mal, logischerweise gibt es auch, das stimmt schon, wenn hier gesagt wird, das Publikum hat immer recht, das sagen auch Schauspieler. Der Leser hat immer recht und das Publikum hat immer recht. Im Negativen wie im Positiven. Aber diese Entdeckung oder diese Frage, was hat dieses Buch mit meinem Leben zu tun, die will ich erkunden. Oder wie gesagt, der Dichter, ob das ein Antiker ist oder ob das Shakespeare ist, woher weiß Shakespeare das von mir? Woher weiß Tschechow das von mir? Das ist für mich das Kriterium für Bücher, die ich lese. Und damit ist auch beantwortet, was die Technik von Bestsellerlisten ist. Natürlich entstehen die auch immer in der Polemik. Ich weiß noch, im Neuen Deutschland, es gibt die großen Bestsellerlisten. Und aus einer bestimmten gesellschaftlichen Schieflage, die auch mit dem Osten zu tun haben und einer etwas missachtenden Behandlung, entstanden dann die Bestsellerlisten Ost. Ja, dann gibt es die Bestsellerlisten Nordrhein-Westfalen. Dann gibt es die, das spaltet sich in verschiedene Bereiche auf. Wer es braucht, bitteschön. Vielleicht natürlich führt auch das als Methode Menschen an gute Bücher ran. So ist es ja nicht. Aber ich persönlich, ich muss ehrlich sagen, ich brauche es nicht. Und für mich ist ja zum Beispiel so eine, also zum Beispiel die Reich-Ranitzky, natürlich hat er wesentlich was dafür getan, dass Leute sich überhaupt mit Büchern beschäftigen. Aber mir tut immer schon weh, auch wenn er im Urteil vielleicht recht hat, wenn Dennis Scheck in seiner Sendung druckfrisch die Mülltonne aufmacht und da ein Buch reinschmeißt. Das mag ja sein, dass das auch vom Wert her so ist, aber man schmeißt Bücher nicht in Mülltonnen. Also so einfach, aber da weiß ich doch, da kenne ich doch die Mechanismen, die dahinter stecken. Da kann ich einfach sagen, das Buch ist nicht so gut und wieder hinlegen. Da muss eine Aktion sein, die das sinnfällig macht, weil, wenn ich das noch sagen darf, wir natürlich auch nicht mehr in der Zeit des Textes leben. Wir leben nur mal in der Zeit der Bilder. Gibt es ja von Handke den Roman, der Bildverlust, womit er meint, dass wir von Bildern überschwemmt werden, das Fernsehen ist ein Mittel davon, die uns die Fantasie wegdrücken, die uns die Fantasie erdrosseln. Also wir werden von Bildern überfüttert, die uns die Fantasie wegnehmen, uns selber ein Bild zu machen. Also wenn eine großformatige Zeitung, großbuchstabige Zeitung immer sagt, bild dir deine Meinung, das ist, das geschieht nicht. Sondern Bilder überfüttern uns und wir selber überfüttern uns ja auch mit Bildern. Also allein die Selfie-Ästhetik, was wir für 1000 Fotos jeden Tag schießen, gegeneinander, das ist ja alles Bildverlust, das ist alles Wegnahme von Fantasie, sich ein eigenes Bild von der Welt zu machen. Und damit hat auch zu tun, dass sozusagen diese ganze Optik von Literatursendungen und das sind alles Unterhaltungsmagazine. Mag ja sein, aber Sie haben mich ja gefragt, ob ich es brauche. Und wahrscheinlich bin ich einfach zu alt dazu, ich brauche es nicht. Okay, kurzen Zwischenstopp. Es ist natürlich nicht nur eine Überschwemmung von Bildern, die uns ereilt, sondern es ist auch eine Überschwemmung von Texten. Jeder, der auf die Buchmesse geht oder nicht nur das, gibt genug Bücher, die gar nicht zu den Messen kommen. Ein anderes Phänomen, was
zum einen sehr positiv ist, dass ich also nicht mehr einen Verlag brauche unbedingt, um ein Buch zu veröffentlichen. Jeder, Tante Erna und Onkel Herbert und wer auch immer, kann ein Buch machen. Und es gibt viele Kleinstverlage, die davon sehr gut leben, dass sie sich das auch bezahlen lassen. Oder aber man gibt es selbst zu dem berühmten Book on Demand. Und man kann, es gibt auch noch Grafikprogramme, die man im Internet dazu geliefert bekommt. Und das eine Schwemme an Büchern natürlich, die auch dort ähnlich wie die Fotografien sind, die fanden, ja, die auch Ausgeburten von Fantasie sind, aber auch uns besetzen. Und natürlich basiert dann auch in diesen Kreisen, es wird weitergegeben, der ganze Familienkreis ist begeistert davon, Freunde sagen auch, es ist ein tolles Buch. Und die Frage am Ende ist, was haben wir überhaupt noch für Kriterien? Was haben wir für eine Urteilskraft über das, worüber wir heute sprechen? Gute Literatur oder Literatur und nur schlechthin selbstgemachte Texte? Ehe wir dahin kommen, eine Funktion oder eine Möglichkeit, in diesen Dschungel von Büchern Schneisen zu schneiden, ist das eine extrem die Bestsellerliste, die uns suggeriert, das muss ich gelesen haben. Eine andere Möglichkeit sind natürlich auch unzählige Literaturzeitschriften, die es gibt, die allerdings auch zunehmend weniger Rezensionen bringen. Wir, die Thüringer Literaturzeitschrift, Palmbaum genannt, bringen im jüngsten Heft, das jetzt gerade im Druck ist, 40 Seiten Rezensionen. Das ist schon ziemlich irre. Für die Tageszeitung wird es immer schwieriger, Rezensionen zu bringen. Wir versuchen, diese Lücke zu füllen, indem wir sagen, einladen freundlich, potenzieller Leser, schau dir es an, wir empfehlen dir ein Buch oder wir finden, dass ein Buch problematisch ist, aber umso mehr bild dir deine eigene Meinung, tatsächlich, ohne dass wir die Bild-Zeitung sind. Und wir haben hier ein solches Heft, ich habe einfach ein paar mitgebracht, vom Jahre 2015. Das hatte sich dem Thema Bestseller einst und heute gewidmet. Wenn wir uns ja die Bestseller anschauen, Goethe hat einen einzigen Bestseller geschrieben und der war ein Missverständnis, die Werthers Leiden. Die Leute haben sich alle der Reihe nach umgebracht, nachdem sie das Buch gelesen haben und Goethe wollte ja genau dagegen schreiben, gegen das sich der eigenen Empfindsamkeit auszuliefern und umzubringen. Dann ist das die Frage. Die Bestseller damals schrieben Kotzebue für das Theater, Vulpius, der Schwager Goethes, für den Buchmarkt. Ändert sich das dann mit der Zeit, dass die Bestseller von einst heute nur noch der Schund sind? Oder anders gesagt, es gibt dann den Versuch, einen Kanon zu erstellen. Reich Ranitzky hat das gemacht. Ist das nur was für Akademiker? Reden wir an dem Publikum des Tages vorbei, dass sich weiterhin heute die Bestseller reinschlingt, die morgen schon vergessen sind? Eine Diskrepanz. Ist also gute Literatur quasi schon etwas Abgehobenes? Na, auf jeden Fall glaube ich, dass das alles nebeneinander besteht und auch weiter bestehen bleibt und immer bestehen blieb. Und dass sehr viele Literatur, um jetzt dabei zu bleiben, Literaturkreise immer auch kleine Kreise waren. Also ich glaube nicht, dass diese Gegend hier um Jena und Weimar, nur weil Goethe und Schiller und Herder und andere dort wohnten und lebten, eine besonders hochgebildete und sich zu anderen Landesteilen unterscheidbare Gegend war. Sondern das war dieser kleine Kreis dafür und dieser andere kleine Kreis dafür. Und das muss jeder, das ist natürlich die Anforderung, die in einer solchen medialen Überfütterung an jeden Einzelnen gestellt ist, dass jeder letztlich für sich entscheiden muss, was ist für sein Leben wichtig und für wen eben die Fernsehserie wichtig ist. Ich bin da also sozusagen vielleicht in einem sträflichen Maße Toleranz. Für den ist sie wichtig und vielleicht ist sie für die Herzensbildung, die ich ja für viel wichtiger halte als Ausbildung, vielleicht ist sie für die Herzensbildung mancher Menschen der einzige und der gangbare Weg, über Gut und Böse, über Schlecht und Nicht-Schlecht, über Liebe und Hass nachzudenken oder nachzufühlen. Vielleicht. Wer will das große Urteil treffen, wer nachmittags als Rentner Verbotene Liebe oder Rote Rosen guckt, ob sich da nicht auch was in ihm bewegt. Oder natürlich, Sie sagen, wir werden von Texten überfüttert, wir werden ja auch von Untexten überfüttert. Also wenn man sieht, was die SMS-Ära für eine Verkürzung von Sprachmustern mit sich bringt, ist es ja erschreckend, wenn ich es jetzt heute wurde auch sehr viel über Sprache und Ausdruck gesprochen, daran messe.
Aber vielleicht, ich bin eigentlich sicher, wenn man sozusagen weiterhin an den Menschen glaubt, wir schleppen ja Gefühlswelten mit uns rum, die sind älter als alle Gesellschaftsordnungen, die wir überblicken können. Wir schleppen ja einen Tornister mit, von dem wir gar nicht wissen, dass er vielleicht sehr, sehr alt ist. Und die Gefühlslagen der Menschen ist immer die gleiche, es sind auch immer die gleichen Probleme. Wäre das nicht so, dann würden wir Homer und Sophokles und Aeschylus lesen, wie, ja, das ist historisch. Aber wie gesagt, das ist ja nicht historisch, sondern wir lesen Homer und gehen ins Theater wegen Shakespeare und sehen, alles ist genauso wie heute. So, wenn das so ist, dann muss man auch, glaube ich, die Hoffnung haben, dass sich jede Generation und jede Welt entsprechend der technischen Entwicklung ihren Ausdruck suchen wird, um diesen Gefühlslagen und um der Not Ausdruck zu finden, irgendeine Form zu finden. Also mir wird jeder sagen, als SMS lässt sich nun mal keine Nobelpreisträgerin für Lyrik entwickeln. Weiß man's? Ich glaube nicht, dass ich die, also man kann ja wirklich die Hoffnung in die Menschheit verlieren, aber in dem Willen und in der Not für die Gefühlslagen einen Ausdruck zu suchen, das wird es immer geben. Und da werden sich auch, glaube ich, werden sich auch Formen finden, wo Kommunikation auf eine Weise stattfindet, wo man als Älterer sagt, ja, nee, vergiss es, ist nicht meine Welt. Richtig, ist nicht mehr meine Welt. Aber ich habe die Hoffnung, dass sich das immer wieder erneuert und auch in Ausdrucksform erneuert, gegenüber denen man heute etwas ratlos steht oder auch für überheblich, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat. Aber es ist doch so, also ich meine, Kohlhaas sitzt in Guantanamo, Wojciech holt sich seine Erbsen bei Lidl, Iphigenie wohnt unbemerkt irgendwo im sechsten Stock in einem Neubau, aber der freche und mächtige Caligula gibt dem Spiegel ein Interview. Also es ist doch alles, die Muster sind doch alle gleich geblieben, weil sich auch die Zeit ändert, aber die Zeiten offenbar wenig und der Mensch vielleicht noch weniger. Geschichte ist die Wiederkehr des Immergleichen in immer neuer Gestalt. Insofern, selbstverständlich. Und insofern glaube ich auch immer, dass sich Formen finden, in denen der Mensch das zum Ausdruck bringt. Völlig gleich. Ich würde sofort sagen, Sturm der Liebe ist Shakespeare im Alltagsformat. Vielleicht wäre Shakespeare der erste RTL-Autor gewesen, der erste Serienautor. Würde ich jetzt aber doch etwas widersprechen, weil ich sage, es ist Shakespeare für den Alltag, ist Sturm der Liebe oder wie auch immer wir das nennen. Und das Problem bleibt trotzdem, das Klassische ist ja das ewig Aktuelle, wenn wir es so rumnehmen. Das ist aber Akute. Gut, gern. Und ewig Berührende. Ne? So, jetzt ist aber zur selben Zeit bei Shakespeare oder bei heute, es entsteht eine Literatur immer in der Breite nach der Suche nach Ausdrucksvermögen und trotzdem bleibt dieses weniger am Ende als das Klassische, was uns immer wieder anspricht. Und die Frage ist, das ist ja genau eine Funktion des Literaturkritikers, quasi die Shakespeare-Texte der Gegenwart herauszufiltern und so etwas, wo passiert etwas mit Sprache, was doch außerordentlich ist und was doch noch ein bisschen was anderes ist als diese Breite. Ja, die finde ich aber immer. Die muss ich nicht in dem finden, was gerade jetzt sozusagen die Bestsellerlisten ausmacht, sondern die finde ich, ich finde sie bei Handke, ich finde sie bei Schnitzler, ich finde es bei Goethe, ich finde es bei Schiller. Also es ist doch alles, die Bibliothek ist doch da. Gut, bei Goethe, bei Schnitzler, die sind ja schon gesetzt. Ja, ne? Wie finden wir sie in der Gegenwart? Was ist das Werkzeug, jetzt des Literaturkritikers und sozusagen die Urteilskraft, die dafür vonnöten ist? Weil ich will es nochmal ganz anders sagen. Wenn wir die meisten in Tageszeitungen, die meisten Rezensionen, sind doch Wiedergabe des Inhalts. Und das ist für mich die Frage, wo beginnt, wir vorhin gesagt haben, der Profi beginnt dort, wo der Spaß aufhört. Literaturkritik fängt, glaube ich, dort an, wo die Inhaltswiedergabe aufhört. Und das wäre für mich so eine Frage, was sind dann sozusagen Kriterien, jetzt mal nicht guter Literatur, sondern guter Literaturkritik? Ja, das ist natürlich, damit fängt schon an, muss ich etwas verreißen zum Beispiel. Ja. Also Martin Walser hat mal geschrieben, wenn es stimmt, dass das Zustimmen so viel mehr Schönheit schafft als das Negieren, dann wäre es doch empfehlenswert, wenn Kritiker nur noch schrieben, wenn sie zustimmen können. Richtig. Die Auslese- oder Verwerfungsprozedur fände genauso statt wie bisher. Ein Buch, über das nicht geschrieben wird, hat keinem gefallen.
Also das wäre aber auch schon eine andere Art, ja, das wäre eine andere Art Annäherung generell an Literatur. Mhm. Aber da sind wir wieder bei der Wirkungstreue, die sozusagen natürlich, wir wissen noch, wie es in der Redaktion aussieht. Also kaum ist ein Buch auf dem Markt, ist am nächsten Tag die Rezension da. Mhm. So, daraus entstehen dann gesellschaftliche Stimmungen. Aha, ist das Buch gut, ah, dann müssen wir es auch in die senden. Wieso haben wir das nicht? So, und da entsteht so eine Eigendynamik. Und für mich ist schon wichtig, immer auch zu sagen, dass man die wirkliche Wirkung von Literatur auch nicht an den Moment binden darf, an dem ein Buch erscheint, oder an dem es gelesen wird. Deswegen bin ich mit Kriterien für Literaturkritik immer so, bin ich immer bang, weil ich nicht weiß. Da gibt es ein schönes Gedicht von Rainer Kunze, das ist ganz kurz, das lese ich Ihnen mal vor, über ein Musikstück, was der Dichter hört. Im Gehör fein gesponnenes Silber, das mit der Zeit schwarz werden wird. Eines Tages aber wird die Seele an schütterer Stelle nicht reißen. Eines Tages, irgendwann. Und der Kritiker hat natürlich insofern, wir haben es vorhin angedeutet, für meine Begriffe immer auch die Pflicht, ich zu sagen. Das ist ja im Journalismus immer ein, auch gerade im aktuellen Journalismus, ein heftig umstrittener Begriff gewesen, ich. Also die Angelsachsen überhaupt nicht ich. Der Spiegel hat ja jahrzehntelang hat nicht gezeichnete Artikel veröffentlicht, weil man einfach Angst davor hatte, dass ich, wer bin denn ich, dass ich hier ich schreiben darf? Oder was ist denn die subjektive Empfindung von Herrn Müller? Muss die millionenfach verbreitet werden oder tausendfach? In der Kunstkritik finde ich schon ja, weil der liest, sollte auch immer mitteilen, dass er es ist, der es liest. Also ich kann ja meine, auf die Gefahr hin, dass Selbstbespiegelung einem vorgeworfen wird. Aber ich kann ja meine Sicht auf ein bestimmtes Buch nicht von der Lebenssituation trennen, in der ich es lese. Da muss ich nicht mein Leben ausbreiten. Aber ich sollte zumindest zum Ausdruck bringen in meiner Rezension an eigenen Empfindungen und Befindlichkeiten, die dazu geführt haben, dass ich dieses Urteil über dieses Buch treffe. Das kann in 10 Wochen ein ganz anderes sein. Aber jetzt ist es so und es ist undenkbar ohne mich. Und insofern ist ein Kriterium für Literaturkritik ist sozusagen auch immer einen gewissen Ausdruck von sich selbst zu bringen. Und Sprachenspiel ist ganz wichtig. Also Wolfgang Haack hat den Satz geschrieben, die Zeit, ich habe ihn aufgeschrieben, die Zeit umkreist den Wanderer als Schattenzeichen. Ich meine, man könnte doch sagen, es wird dunkel, nehme ich mal an. Ist ja möglich. Und manche andere wird sagen, ah ja, das wird ja, es wird dunkel, aber warum schreibt das nicht? Das heißt, dass Sprache immer ein Eigenausdruck ist. Sprache ist etwas, von dem man sagen sollte, ja klar, haben das schon alle gesagt, aber noch nicht so wie ich. Und wenn das gelingt, ist das für mich ein ganz wesentlicher Teil auch von Literaturkritik. Ja, nun sagt mancher dann zu so einem Literaturkritiker, nun versucht man nicht zu sein wie der Dichter, bist du nicht. Das stimmt, weswegen ich auch sage, und das sage ich nicht bitter oder das sage ich nicht lamoyant, Kritiker zu sein ist ein Sekundärtalent, mehr nicht. Wie gesagt, die Welt, über die ich richte, haben andere geschaffen. Und da wir fast hier an der Zeit dran sind, wollte ich mal, ich hatte mal einen Kommentar geschrieben, der zum Weltbuchtag, ganz kurz, relativ kurz. Da geht es ums Lesen. Was ist Literatur? Weltbuchtag, wie ein Weltgründungstag. Weltgründung braucht Gesetze. Besser 10 Gebote. Erstens, mal wieder ein Gedicht lesen. Können wir überhaupt noch Verse auswendig? Zweitens, nicht nur vom Einschlafen zum Buch greifen, auch morgens nach dem Weckersignal. Denn Aufstehen allein ist noch nicht wirklich Erwachen. Drittens, unbedingt einem nahen Menschen etwas vorlesen. Wann geschah dies zuletzt? Viertens, das älteste Kinderbuch, das man besitzt, mal wieder zur Hand nehmen. Wissen wir noch, warum wir es aufgehoben haben? Fünftens, traurig, ob der gestiegenen Buchpreise an einer Buchhandlung vorbeilaufen, umkehren, hineingehen, eine halbe Stunde in einer der Sitzecken eine Erzählung lesen. Sechstens,
den Fernseher, ein gutes Buch lang zum Schweigen bringen, abzuschalten. Das fängt wirklich mit Abschalten an. Siebtens, an Fontane denken. Lieber ein gutes Buch als schlechte Gesellschaft. Achtens, im Urlaub eine Weltreise machen, indem man daheim bleibt. Wer eine gute Bibliothek hat und liest, der weiß, wenn er das Haus verlässt, verlässt er die Welt. Musil, Brust oder Thomas Mann lesen. Einen Urlaub lang. Neuntens, die abgehetzt aufsteigenden Bestseller meiden, nur noch Bücher lesen, die älter als 5 Jahre sind. Richtig. 100. Zehntens, nach der Lektüre damit einverstanden sein, dass Literatur auffordert, nun weiterhin zu lesen. Nämlich der Unfreundlichkeit, der Ungerechtigkeit, der Unbildung des Herzens, die Leviten. Wunderbar. Eine Frage, die ich hier stellen wollte, die ich jetzt Ihnen mitgebe nach Hause und wo Sie auch nachschauen können, im Jahre 2018 haben wir diese Frage im Palmbaum versucht durchzuwälzen. Brauchen wir eine neue Avantgarde? Was ist Avantgarde gewesen? Geschieht sie vielleicht, ohne dass wir es merken, in unserer eigenen Gegenwart? Brauchen wir sowas? Denken Sie drüber nach? Haben Sie viel Vergnügen an der Frage? Und sind Sie nicht Sklaven der Bestseller? Ich lese keinerlei Bestseller. Ich warte, bis ein Buch mich anspricht. Ich danke Ihnen sehr, aber wollen wir noch eine offene Fragerunde? Wir stehen zur Verfügung, aber wir wollen solidarisch sein natürlich mit dem nachfolgenden Kollegen und dem nicht die Zeit rauben.